Deutschland ferienmäßig zweigeteilt. Hier noch Strand, da schon wieder Schulbank. Gemeinsam ist allen Bundesländern der Mangel an Lehrern. Besonders betroffen sind Städte und der Osten. Die Situation ist dramatisch, insbesondere in den Ländern Berlin und Sachsen. Aber auch in allen anderen Ländern fehlen Lehrkräfte für die Grundschulen, fehlen Lehrkräfte an den Förderschulen. 10.000 unbesetzte Stellen zählt der Lehrerverband. Besser wird's kaum, denn auch die Zahl der Schüler steigt. 11,2 Millionen in 2030. Das wären 2% mehr als 2016, so schätzt die Konferenz der Kultusminister. Einer von ihnen fordert deshalb, Lehrer an Grundschulen und Gymnasien sollten gleich bezahlt werden. Wir müssen das Image insgesamt wieder heben, sagt Helmut Holter von der Linkspartei. Lehrer müssen mehr wertgeschätzt werden in der Gesellschaft. In dem Vorstoß sehen Bildungsforscher aber einen Sparversuch. Denn gleiches Geld heiße wohl kaum mehr Geld für alle. Vielmehr ist zu erwarten, dass dann alle Lehrer auf der billigeren Stufe beginnen. So kann man dann kostenneutral etwas mehr junge Lehrer einstellen. Es ist kaum irgendwo erkennbar, dass substanziell mehr Geld ins Bildungssystem an dieser Stelle gesteckt wird. Stattdessen stopfen die Länder Lücken mit Quereinsteigern aus anderen Berufen. In NRW ist das schon jeder Neunte. Berlin bietet Unterrichten als Studentenjob. Sachsen lockt mit einem Bonus für Landlehrer. Brandenburg holt pensionierte Lehrer zurück an die Schule. Hessen und Bayern schaffen mehr Studienplätze an ihren Unis. Diese Entscheidung sei gut, komme aber zu spät. Nur ein Fehler der Bildungspolitiker, sagt der Bildungsforscher. Dazu zählt zum Beispiel, dass manche Bundesländer eine sehr exakte jahresmäßige Statistik über Lehrkräfte führen, die vorhanden sind, die in Rente gehen etc. Und andere machen das hin und wieder mal. Manche, selbst große Flächenbundesländer, haben keine Statistik, die aktueller als 5 Jahre ist. Genauere Stellenplanung allein würde den Mangel an Lehrern wohl nicht beheben. Die Überraschung zu Schuljahresbeginn aber wäre zu vermeiden.